Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute mal nicht von meiner Couch oder aus meinem Zimmer allgemein. Heute bin ich mal mit meinem Kameramann, mit dem Karl, draußen unterwegs. Und was ich immer wieder von euch bekomme, also welche Frage ich immer wieder von euch bekomme, gerade von älteren Männern ist, hey, wie schaffe ich es denn, jüngere Frauen zu verführen? Und das ist nicht nur eine Frage, die ich von euch auf YouTube bekomme, das ist eben auch eine Frage, die ich schon mal klären musste, weil ich ältere Männer in meinen Coachings habe. Und eine der Sachen, die ältere Männer, die junge Frauen bekommen, richtig machen, ist, dass sie ihr Alter als Vorteil sehen und auch als Vorteil einsetzen. Denn es ist tatsächlich ein Vorteil, wenn du ein älterer Mann bist. Ja? Viele der Dinge, auf die Frauen stehen oder viele der Dinge, von denen Frauen angezogen werden, die kommen sehr stark mit Alter. Dazu gehört zum Beispiel Dinge wie Erfahrung. Du hast schon wesentlich mehr erlebt im Leben und du bist auch schon wesentlich robuster, stabiler. Das heißt, du bist nicht mehr so leicht aus dem Konzept zu bringen. Ja? Eine Frau kann dich nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen. Du hast halt schon deine Meinung, hast schon deine Vorstellung vom Leben und du wirst nicht mehr so leicht erschüttert, wenn die Frau zum Beispiel mal ausrastet oder etwas gegen dich sagt. Also du bist da einfach emotional stabiler. Und das sind alles Eigenschaften, die sind sehr anziehend für eine Frau und die entwickelst du eben auch viel durch dein Alter. Alter, ja. Und wenn du jetzt merkst, okay, ich bin ein bisschen älterer Mann, habe Interesse an jüngeren Frauen, dann mach dir erstmal klar, mein Alter ist ein Vorteil, kein Nachteil. Und nutze es auch zum Vorteil und nicht zum Nachteil. Versuch zum Beispiel nicht, jünger zu wirken, als du bist. Das ist ein großer Fehler, den ältere Männer machen, die nicht so gut mit jungen Frauen sind. Sie versuchen einfach, jünger zu wirken, als sie sind, versuchen zu zeigen, dass sie die Sachen, die heute hip sind, verstehen. Und das wirkt dann ungefähr so, wie der Mathelehrer, der schon viel älter ist und versucht, Jugendsprache zu benutzen, oder wenn deine Mutter Jugendsprache benutzt und du denkst dir einfach nur, oh, das ist nicht cool, das kommt einfach nicht gut an. Also versuch nicht, ein anderes Alter vorzuspielen oder ein anderes Alter zu sein, als du bist, sondern nutze das Alter, in dem du bist. In jeder Alterskategorie hast du auf verschiedene Art und Weise geflirtet. Als du jünger warst, hattest du vielleicht diesen Flirtstil und jetzt, wo du älter bist, hast du vielleicht diesen oder jenen Flirtstil. Und es geht gar nicht darum zu sagen, oh, wie kann ich wieder einen jüngeren Flirtstil bekommen, dass ich mit den jungen Frauen connecten kann. Es geht darum, das, was du jetzt gerade die Art, wie du jetzt gerade flirtest, auszubauen. Ja? Du solltest schauen, hey, passt diese jüngere Frau überhaupt zu mir? Ist die überhaupt reif genug für mich, um Teil meines Lebens zu sein hier, das ich gerade aufgebaut habe? Also du solltest da wirklich aktiv die Frauen aussuchen und nicht denken, oh, hoffentlich kriege ich mal eine jüngere Frau. Also nutz dein Alter wirklich zu deinem Vorteil. Eine Sache, die ein bisschen schwierig ist, ich hatte mal einen Teilnehmer, der ein bisschen älter war, der auch Lust auf jüngere Frauen hatte, der aber sein ganzes Leben über irgendwie nichts gemacht hat. Ja, der hat sich nicht besonders bemüht darum, ein cooles Leben zu haben. Der hat nicht viel erlebt, der hat nicht viel erfahren, der hat nicht viel seine Grenzen erweitert. Und dann kann das durchaus zum Problem werden, weil wenn du halt älter bist, aber du hast trotzdem irgendwie nichts zu bieten, du hast nichts erlebt im Leben, dann ist es schon schwierig. Das muss man ganz klar so sagen. Aber die meisten älteren Männer haben einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Vater denke, haben einfach viel erlebt, haben viel Erfahrung gemacht und haben den Frauen einfach sehr viel zu bieten. Als älterer Mann hast du den Frauen sehr viel zu bieten. Du musst es eben nur als Vorteil sehen und nicht als Nachteil. Und das ist so der Weg, wie du an jüngere Frauen rankommen kannst, nämlich indem du das Ganze so ein bisschen umdrehst und guckst, hey, ist die überhaupt was für mich? So, ist die schon reif genug, um mit mir umgehen zu können? So, ist die schon reif genug, um die Chance zu bekommen, mit einem älteren, einem reiferen Mann, einem Mann, der viel Wert liefern kann, ist sie bereit, ja, mit mir da mitzuhalten auf dieser Ebene. Und wenn du das Ganze so gestaltest und dir nicht denkst, oh mein Gott, wie kann ich sie jetzt verführen, diese junge Frau, wie kann ich jetzt jung und cool wirken? Aber wenn du denkst, okay, passt es überhaupt zu mir, so ist sie überhaupt schon bereit für so einen alten, reifen Mann mit so viel Wert, dann wirst du auch ganz anders jungen Frauen gegenüber auftreten können. Und dann wird es sehr einfach sein, jüngere Frauen zu verführen. Also wenn du jetzt ein älterer Mann bist, dann geh einfach mal auf die Straße, fang trotzdem an, fremde Frauen kennenzulernen und guck mal, wie das für dich funktioniert. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie das für dich funktioniert hat. Schön, dass du heute dabei warst. Ich habe was Neues für dich, sonst kennst du ja immer mein gratis E-Book. Ich habe einen Quiz für dich gestaltet, in dem du rausfinden kannst, wie attraktiv, wie anziehend du auf Frauen wirkst. Das Quiz findest du unten links in der Ecke. Oben rechts kannst du das neueste Video auf dem Kanal gucken und unten rechts, ich glaube, so ist die Verteilung, unten rechts kannst du den Kanal abonnieren. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.